Oh Gott, wo haut's uns denn jetzt hin? Was ist das denn für ein Scheiß? Na toll, da sind wir ganz am Ende. Da wollen wir doch gar nicht hin. Wir wollen doch gar nicht ganz am Ende. Wir wollen ganz nach vorne. Vielleicht sollen wir mal runterspringen, jetzt nochmal neu versuchen. Also das war nix. Wir schaffen es doch nie bis noch ganz nach vorne. Wie sie dran hängt. Halt die fest. Das Ding hier leuchtet noch nicht, ne? Diese Barriere. Dieser Ring. Die anderen zwei leuchten, haben wir so ein Bobbel gedrückt. Aber kann es sein, dass wir hier auch noch ein Bobbel drücken müssen? Ich sehe zumindest keinen. Ich habe keinen gesehen. Da ist noch ein Bobbel. Oh, Scheiße. Jetzt waren wir echt gut. Wir können fast um den Körper rumlaufen, jedes Mal, wenn er sich dreht, ne? Wenn wir vorsichtig sind. Jetzt waren wir gar nicht so schlecht dabei. So, jetzt müssen wir nur noch rauskriegen, ob wir alle von diesen Ringen irgendwie zum Leuchten auch noch bringen müssen. Oh Scheiße, halt dich fest! Oh, das schafft man nicht. Halt dich fest! Warum hast du dich jetzt nicht festgehalten, Lady? Ich habe doch R1 gedrückt zum Festhalten. Ich habe doch gesagt, du sollst dich festhalten, ne? Warum hast du das jetzt nicht gemacht? Der hintere leuchtet nicht, ne? Die zwei vorderen Ringe leuchten, nur der hintere noch nicht. Bin mir nicht sicher, ob da noch so ein Bobbel ist, ob der auch leuchten muss. Und wie viele von diesen komischen Dingen wir noch haben. Das war gar nichts. Also irgendwie
sind auch diese Festhaltepunkte hier auch ganz blöd verteilt, meiner Meinung nach. Da oben. Hat der letzte Ring noch so ein Bobbel? Okay, das war schon mal gut. Nein, 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 festhalten. Na, da kann man nicht laufen. Ah Mist, das hat sie sich wieder nicht festgehalten. Scheiße, da war noch einer, da hätten wir noch einmal zuhauen müssen. Ich schau gerade, ob ich da so ein... Ah, es leuchten alle drei Ringe. Jetzt sehe ich es erst. Jetzt leuchten alle drei Ringe. Okay, alles klar. Ah Mist, wir hätten uns noch einmal... Einmal hätten wir es da noch machen müssen. Noch einmal die Glocke läuten müssen. Noch ein einziges Mal bei dem. Oder? Nein, 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 nein. Oh nein, 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 nein. Da ist auch nichts, wo wir hinschießen könnten, ne? Da ist nichts. Nada, null. Na, ich sehe da nichts. Nein! Lauf, bitte lauf! Yes! Oh, es dreht sich wieder so, dass ich mich nicht hinstellen kann.
Halt die fest, halt die fest! Komm, warum gehst du denn so weit weg von dem Teil? Yes, das war der letzte. Ja, wir haben wieder einen Gott außerhalb des vorgegebenen Rhythmus oder Reihenfolge erledigt. Ja, und das Wasser ist viel größer geworden, wird immer größer. Und diese komischen Dinger hier, diese Lichter, die haben uns wehgetan, ne? Das sah jetzt nicht so aus, als hätten das war also der, der uns da durchdrungen hat. Okay, und auch das Gras hier, guck mal, es ist viel mehr, wenn denn das Gras ist, oder, ne? So wie Wuchs hier. Auch der ist hier viel, 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 viel größer als vorher. Ziemlich cool. Ja, dann würde ich jetzt mal sagen, sind wir mal so brav und gehen jetzt aber mal wirklich zu dem Gott, zu dem wir gehen sollten.
eigentlich, so gesehen, eine Weise. Wir wissen ja, welcher das ist. Das ist dieser, was immer das ist, Stier, Bock. Ich weiß es gar nicht genau. Warte mal, Fackeln, was haben wir denn? Wir haben zwei Fackeln. Zwei Schwerter, eine und zwei Äxte. Ja, mein Bogen, ein Soldatenbogen, den habe ich noch gar nicht gesehen. Den haben wir von diesen Rittern da gekriegt, ne? Der ist viel besser. Gut, dass wir die aufgehoben haben. So, dann machen wir mal eins. Da können wir noch eins nehmen, okay, wenn wir eins finden. Ja, wie gesagt, da müssen wir jagen gehen, das bringt nichts. So, das heißt, jetzt gehen wir wirklich hier runter. Weil hier haben wir, da oben waren wir, den Gott haben wir, den Gott haben wir, den Gott haben wir, da kamen wir ganz am Anfang her. Das haben wir alle schon abgesucht, bis auf das Ding hier oben, diese Arena. Die hier, das da oben, das würde ich mir eigentlich schon gerne nochmal anschauen, was es da hinten ist, was es da auf sich hat, muss ich ehrlich sein. Ich bin nun mal so, ich kann nicht widerstehen, das mir anzuschauen. Vielleicht sollten wir trotzdem, vielleicht sollten wir das erst anschauen. Wir wissen ja, diese Arena hier, da, die hier, da läuft irgendwie so ein Typ rum. Und ich glaube, den kriegen wir nicht platt. Also ich kann es mir zumindest nicht vorstellen, zumindest nicht mit den jetzigen Waffen, die wir haben. Komm, lass uns hier zu dieser Arena hinten gehen. Ich kann nicht widerstehen. Ich kann einfach nicht. Da scheint die Karte auch noch weiter zu gehen. Hier hinten raus, ne? Macht zumindest so den Eindruck. Hier, komm, lass uns das machen. Wir haben noch eine gute Viertelstunde. Oh, den nehmen wir mit. Wir haben noch eine gute Viertelstunde. Und dann versuchen wir dahin zu laufen. Können wir da irgendwie rüberfliegen? I believe I can fly. Darüber, da sind wir gleich in der Nähe. Da müssen wir nicht erst darüber. Warte, dann gehen wir doch darüber. Aber das ist doch so. Pass auf. Kommen wir da rauf? Komm schon, das geht doch. Ne, geht nicht. Kommen wir da gleich rauf? Ne, auch nicht. Aber da kommen wir gleich drauf. Genau. Und dann schauen wir noch, ob man von hier aus. So nicht. So nicht. Können wir denn. Da wollen wir hin. Da sind wir. Was ist der bessere Weg? Darüber? Oder auf diesen Felsvorsprung darüber, da wo dieser Marterfall steht? Rüber zu schweben und zu versuchen zumindest. Ah, was wir auch noch ausprobieren könnten, ist die Geschichte mit dem Opfern von dem Fleisch. Das wäre doch noch eine Idee. Bevor wir uns den nächsten Gott antun. Das wäre nämlich auch noch echt interessant. Da waren wir noch nicht da drüben, denke ich mir hin. Da müssen wir komplett hochklettern. Dann probieren wir mal, wie weit wir da rüberkommen. Da eine leuchtet zumindest. Bist du den Felsvorsprung schaffen, oder? Fängt es an zu schneien? Ja. Und da müssen wir jetzt klettern. Stimmt, das mit diesen Opfern könnte man auch noch probieren. Mehr Ausdauer ist nie verkehrt. Allerdings brauchen wir halt zwei Totems brauchen wir noch. Ich glaube, wir haben nur einen im Augenblick. Na komm schon.
Okay, da liegt was. Ich denke, den müssen wir zum Leuchten auch wieder kriegen. Da liegt Holz. Und den auch. Vielleicht kriegen wir dann sogar einen Totem. Aber wie sollen wir das machen? Kann ich da hochklettern an so einen Totem? Ja, das kann ich sogar. Aber ich kann jetzt hier nicht mit meiner Fackel rumhantieren, ne? Nee, das geht nicht. Nee, das geht nicht. Also hatte ich gedacht, ich kann hier... Ah, ich habe eine Idee. Mann, aber ich weiß nicht, ob das geht. Das, wenn wir hier oben auf dem Kopf ein Feuer machen, eine Fackel anzünden, ne? Und dann da runter klettern. Okay, das macht sie zumindest. Ah, halt dich fest. Okay, das funktioniert. Und ich fliege sogar mit der Fackel. Das wusste ich gar nicht. Yes! Haha, wie geil! Ja, das war eine gute Idee, zu diesen Totenpfahlen hier zu gehen. Und nicht den anderen Weg zu gehen. Das war doch nicht doof. Okay, jetzt müssen wir hier nur wieder rauskommen. Dazu müssen wir klettern, wie es ausschaut. Na dann, kletter mal hoch. Aber sehr cool. Okay, aber gut zu wissen, dass wir mit einer Fackel in der Hand fliegen können. Also das ist schon mal gut zu wissen, das wusste ich nicht. Brennt denn das Feuer noch da oben? Nee, schon aus. Aber das heißt, dass wir vielleicht die anderen Marterpfahle, die da rumstehen, auch alle beleuchten können oder anzünden können. Gut zu wissen. Auch das könnten wir noch gucken. Vielleicht bringt uns das ja auch noch was. Okay, wir haben keinen Platz mehr. Weil die leuchten, da leuchteten ja auch ganz viele nicht. Und... Und wir haben ja zuerst gedacht, dass die irgendwie erst leuchten vielleicht, wenn irgendwas eingetreten ist. Aber dem ist wohl nicht so. Wir können die wohl selber entzünden. Dann probieren wir das nämlich mal. Wenn wir welche finden, dann schauen wir mal, ob wir die alle anzünden können. So, wo kommen wir denn jetzt raus? Ah, sind wir hier auf diesem Pass. Ah nee, komm schon. Was wollt ihr von mir? Steht er wieder auf?
Wir haben keinen Platz mehr. Wie gesund sind wir denn? Wir sind sehr gesund. Pass auf, das Schwert ist kaputt. Nimm mit. Liegt da kein Schwert rum? Von denen? Ich dachte, da liegt ein Schwert von denen rum. Oh nein! Pfeile sind alle voll. So, jetzt warte mal. Hier waren noch... Pfahle toten. Totenpfahle. Aber die leuchten nicht. Und die hier, können die leuchten? Die könnten leuchten, ne? Boah, die sind ganz schön weit auseinander hier. Da ist einer. Und ganz da drüben ist einer. Wir könnten natürlich, wenn wir den entzünden, ne, oben, versuchen, darüber zu fliegen. Komm, auf geht's. Das probieren wir aus. Holz haben wir. Da kriegen wir sogar nochmal Holz. Das probieren wir aus, ob dann irgendwas passiert. Oder ob die dann einfach nur leuchten. So, dann machen wir das wieder so wie vorher. Wir machen ein Feuer auf seinen Kopf. Zünden ihn an, klettern rauf und versuchen dann zu dem anderen rüber zu gleiten. So. Wir sind eine Meisterfeuermacherin. Nein, was ist los? So ein Scheiß, unser Feuer ist runtergefallen. Beim anderen hat es funktioniert. Ah, da können wir Pfeile herstellen. Wusste ich gar nicht. Ah, guck mal. Und das können wir herstellen hier raus. Wenn wir die genügend. Ah, okay. Ah nein, es ist Feuer aus. Nee, nicht mal. Was springst du denn immer so links, rechts? Geh einfach nur nach oben. Okay. Hat funktioniert. Hat uns aber nichts gebracht, oder? Ist nichts passiert. Aber der leuchtet auch noch, oder? Der brennt noch. Ja, genau. Beide brennen. Ach, guck mal. Hier könnte man sogar was braten. Nee, beide brennen. Hat uns aber nichts gebracht. Und die kann man ja nicht anzünden hier drüben. Also den hier, oder? Diesen Marterpfahl. Das wird ja nicht gehen. Es sind nur die hier, denke ich mir. Sturm. Oder kann man die auch anzünden? Die Augen hier vielleicht? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht.
Wie viel Holz haben wir denn? 2. Wir müssten irgendwas noch frei machen, damit wir mehr Holz mitnehmen können. Versuchen wir das mal. Nee. Da können wir nichts anzünden bei denen. Okay, dann wissen wir das zumindest. Ja, gegen den Wind fliegen ist schlecht. Gebe ich ja zu. Okay, also dann wissen wir, bei denen geht es definitiv nicht. Da ist auch noch so einer, oder? Der nicht geht. Ja. Okay. Da leuchtet was da hinten. Ah, Holz, 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 Holz. Das können wir mitnehmen. Oh, und ist so ein Geist. Hier, der rote. Da ist so ein blöder Geist. Mal Holz. So, lass uns mal schauen, schnell, wo wir sind. Rechts von uns. Ich sehe nur nichts durch den Sturm. Das müsste hier oben sein. Der Sturm ist ganz schön hier. Waffe, Waffe. Ich brauche eine Waffe. Ein Schwert. Wo ist es? Scheiße. Ha, hab dich. Da ist noch einer. Ich höre noch was flüstern. Da ist noch einer. Ich höre es noch flüstern. Da ist es, wo wir hinwollen, hier oben. Das Teil da oben. Genau, da wollen wir hin. Das machen wir jetzt noch. Und dann ist die Folge so und so umrummel. Da! Nicht weglaufen, bleib da. Ich brauche Fleisch zum Opfern. Mist. Kein Platz. Nein. Okay. Da hinten liegt noch was. Eine Botschaft. Habt ihr den Wolf gesehen? Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber es wurde uns gesagt, wir sollen ihn töten, sobald wir ihn sehen. Keine Ahnung warum, es gibt auf dieser Insel genug Hirsche und Wildschweine für alle. Warum sich Sorgen über einen Wolf machen, wenn es viel größere Probleme gibt, um die wir uns kümmern sollten? Ha, da
Der Wolf hat das aber schon zweimal das Leben gerettet. Wenn er diesen Wolf meint. Ah, da gibt es noch mal Holz. Nehmen wir mit. Oh, können wir nicht mitnehmen. Gut, dann gehen wir nochmal rauf. Und dann schauen wir mal, was uns hier oben erwartet. So, wir können unsere Schuhe aufmotzen. Jetzt bräuchte man noch ein X auf der Karte, wo wir die Oberbekleidung bekommen, ne? Das wäre natürlich noch cool. Und eine Mütze wäre noch ganz nett. Ich höre ein Totem. Da steht's. Da steht er einfach so rum. Ausdauer. Auf jeden Fall Ausdauer. So, jetzt bin ich gespannt, was hier oben... Da ist noch so ein Typ! Da ist noch so ein Typ! Okay. Das heißt... Hier? Und in dieser anderen Arena da unten, ne? Das ist tatsächlich eine Arena. Gibt es noch so einen Typen drin? Ach du Kacke. Na gut. Ich glaube nicht, dass wir gegen ihn antreten müssen. Vielleicht versuchen wir es einfach mal in der nächsten Folge. Speichern wir uns hier einfach einen Speicherpunkt ab. Und dann versuchen wir das einfach mal. Mal schauen, ob wir die wirklich besiegen können. Ich glaube mal nicht. Aber wir sagen bis dahin vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin und tschüss.